Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das NES 30 Gamepad. Und zwar geht es in diesem Video um den ersten Modus, den Mod 1, mit dem das Gamepad als Bluetooth Gamepad erkannt werden soll und damit unter Windows und Android funktionieren soll, vorausgesetzt das Gerät hat Bluetooth. Ich glaube, Mac OS X wird auch unterstützt, aber einige neuere Handys mit Mac nicht. Ich habe jetzt eine besondere Firmware auf dem Gamepad, wo der Steuerkreuz nicht als Tastatur erkannt wird, denn bei der normalen Firmware wird das Ganze als Tastatur erkannt, sodass man da in manchen Spielen Probleme hat mit der Tastenbelegung. Aber bei mir ist es eben nicht so. Damit hat das Gamepad zwar eine niedrigere Kompatibilität, aber das kann ich dafür verschmerzen. Und dann gehe ich in die Einstellung, schalte Bluetooth an. Starte das Gamepad im Modus 1, das heißt, ich drücke Start, bis hier beide LEDs angehen. Dann ist das Gamepad auch schon erkannt. Allerdings blinkt die LED weiter, weshalb die Verbindung nicht erfolgreich war. Deswegen hebe ich das Pairing erstmal wieder auf. Dann halte ich Select für 3 Sekunden gedrückt, um die Pairing-Informationen auf dem Gamepad zu löschen. Dann sind auch wieder beide LEDs angegangen. Da ich jetzt schon öfter Probleme mit dem Pairing hatte, habe ich jetzt einen kleinen Schnitt gemacht, indem ich das Ganze verbunden habe. Jetzt leuchtet die LED auch dauerhaft. Und somit ist jetzt eigentlich nur das Ganze so lange, oder ich habe das Ganze war eigentlich noch in der Verbindung, dann hat mir angezeigt, dass da ein Fehler war. Daraufhin habe ich das Gamepad wieder ausgestellt und wieder angemacht und dann musste ich plötzlich den PIN eingeben, der viermal die 0 ist. Und dann ging das Ganze plötzlich. Aber das ist wahrscheinlich der Vorführeffekt. Und dann kann ich jetzt Spiele starten, zum Beispiel Icy Tower. Und das Ganze starten. Und jetzt kann ich mit dem Steuerkreuz die Figur bewegen, was eben auch an der Firmware liegt, und mit A springen. Dann kann man noch mit Y das Menü öffnen und mit X bestätigen. Und zum Beispiel Accelerate oder wie das Spiel ausgesprochen wird. Und dann kann man hier mit A rückwärts fahren, mit X vorwärts, das ist jetzt hier nicht die intelligenteste Steuerung, und mit dem Steuerkreuz kann man lenken. Und damit kann man einige Spiele schon um einiges einfacher spielen. Also es hilft wirklich. Normalerweise bin ich bei dem Spiel hier viel schlechter. Und bei Icy Tower kann man natürlich auch erst richtig kommen muss und sollte machen. Allerdings unterstützen nicht alle Spiele Gamepads, weshalb das Gamepad auch noch andere Modi hat und es auch Apps gibt, die Gamepad-Drücke oder Gamepad-Steuerung in echte Tastendrücke verwandeln. Aber bei den Spielen, bei denen das unterstützt wird, hilft das wirklich extremst. Dann danke fürs Zusehen. Wenn du noch irgendwie Fragen zu dem Gamepad hast, kannst du mich immer gerne in den Kommentaren fragen. Und dann bis zum nächsten Video.